Mit einer Vision hat es angefangen und nun steht sie da, die Kleidergondel im Pfarrzentrum St. Barbara in Schwarz. In ihr können Altkleider gekauft werden, die andere nicht mehr brauchen. Die Idee dazu hatte Pfarrer Rudolf Theurl. Wir haben schon länger einen Kleiderladen und der war in unseren Kellerräumen und da war es, wenn Hochwasser ist, immer ein bisschen feucht und jetzt haben wir einen neuen gebaut, heraufgebaut. Die Grundidee war, wir bekommen sehr viele Kleider, wir haben im Jahr so eine 70 Beerdigungen und ich frage immer, was tut sie mit dem Gewand? Ne? Und viele Leute haben einen halben Kasten voll Sachen, die sie gar nicht aufgebockt haben. Die bringen sie uns. Ohne eine finanzielle Unterstützung ist die Kleidergondel nicht umsetzbar. Sponsor neben den Serviceclubs Kiwanis, Lions und Rotary, die Pfarrer Theurl einen Scheck über 10.000 Euro ausstellen, ist auch die Stadt Schwarz. Der Hauptsponsor ist Günther Berghofer. Die Finanzierung, der Bau war nicht ganz billig. Also war auch hochwertig, architekturmäßig. Wir wollten kein Luxusgebäude machen, aber ein architektonisch hochwertiges Gebäude. Wir wollten, dass die ärmeren Leute in einer Hütte einkaufen. Und Kosten tut der Bau, ja, ganz haben wir nicht abgeschlossen, so zwischen 400 und 500.000. Die abgegebenen Kleidungsstücke werden sortiert und brauchbare werden von Ehrenamtlichen wieder hergerichtet. Pfarrer Theurl findet den Trend vom Reparieren statt Ersetzen gut. Wir haben gemerkt, dass viele Leute einfach sehr viel Kleider haben und sehr hochqualifizierte Kleider. Und da spielt natürlich auch der Gedanke der Umwelt damit. Das ist neu, sehr stark im Trend, nicht wegwerfen, sondern Repair, wieder neu verwerten, normal, sagt man. Gell? Das ist sehr im Trend und deswegen haben wir das gemacht. Kleidung gibt es also, doch wer kann in die Kleidergondel kommen? In den Kleiderladen kann eigentlich jeder kommen, jeder. Wir merken, dass manche, die es am notwendigsten brauchen, vielleicht noch ein bisschen scheu sind. Am meisten kommen so Leute aus dem Mittelstand, die sehr klug sehen. Da gibt es zum Beispiel beste Sachen, die kriegen wir einen Preis von vielleicht 15 Euro. Wir sind nicht auf Gewinn aus, überhaupt nicht aufs Gewinn. Wir müssen natürlich die Betriebskosten zahlen. Der letzte Feinschliff wird gemacht, sodass am Sonntag um 10:30 feierlich eröffnet werden kann. Das Bügeleisen steht schon für den Einsatz bereit.